Fräulein Lenz, wollen wir hier mal halten bei der Buchhandlung, ja? Wollen wir mal sehen, ob Sie das Buch anständig platziert haben. Sehr wichtig vor der Pressekonferenz. Sehr schön. Sehr ordentlich. So was rechtfertigt die hohe Startauflage. Fabler, meine schwarzen Freunde. Ja, es ist ja merkwürdig, dass Geraldine sich immer wieder mit dem Problem der Rassenfrage beschäftigt. Hm. Gerade so eine zarte Frau. Das verfolgt sie. Sagen Sie mal, von Lenz, haben Sie eigentlich Blumen mitgebracht? Ja, natürlich, Herr Schwert, ne Gladiolus. Ja, haben Sie die Quittung geben lassen, ja? Gut. Von Lenz, passen Sie auf, Sie müssen jetzt die Betreuung übernehmen und so weiter. Das ist Ihre Aufgabe, ja? Hoffentlich kann ich das. Ist sie sehr anspruchsvoll? Ach, ganz unkompliziert, sehr freundlich, sehr nett. Ja, und sehr prominent. Das werden Sie überleben, von Lenz. Ich habe mein Englisch. Geraldine spricht Deutsch, ihr Mann ist Schweizer. Deine Flugzeuggeneralvertretung. Eigentlich müsste sie gar nicht schreiben. Wann kommt sie denn an? 10.45 Uhr aus Tokio. Und wie lange haben wir Zeit für die Konferenz? 12.05 Uhr geht's weiter nach Zürich. Wenn sie pünktlich ist, müsste alles gut ablaufen. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns aber beeilen, sonst kommen wir nicht mehr zurück. So, und ab zum Flughafen. Ja, Fräulein Lenz, Sie müssen sehr nett zu ihr sein. Sie ist nämlich schwanger im 6. Monat. Wenn sie irgendeinen Wunsch hat, sich zurückziehen will, dann müssen Sie sich eben kümmern, gell? Ich möchte jetzt noch ein paar Zeitungen holen. Kommen Sie mit, ja? Tagblatt. Ah, hier, Topman. Schauen Sie, das ist doch was für Sie, nicht, Fräulein Lenz? Ah. Wollen wir doch mal gucken, ob unsere Reihe auch da steht. Ah ja, hier. Sehen Sie, da. Aha. Nummer 60. Gute Buchhandlung hier. Die neue Zürcher. 80 Pfennig, stimmt's? Genau. Herr Schwertner. Ja, was ist denn? Sehen Sie mal. Ey. Donnerwetter. Publicity hat sie enorm zurzeit. Seite 23. Wollen wir mal gucken. Was Interessantes? Na, das ist ja ein starkes Stück. Was ist denn? Sie schreiben hier, das Baby, das sie erwartet, sei von einem Schwarzen. Was? Ja, Big Jim. Das ist ein junger, radikaler Terroristenführer. So weit ging ihre Liebe zur schwarzen Sache, schreiben die. Das ist ja ungeheuer. Ob das stimmt? Hm. Ja, wahrscheinlich ist das alles Unsinn, aber es wirkt sich nicht gerade verkaufsfördernd aus für gewisse Kreise. Vielleicht wollte man hier nur eins auswischen. Ja, wahrscheinlich. Ob sie das weiß? Ha? Na, was da drin steht, meine ich. Ja, das kann sein. Naja, auf jeden Fall ist es besser, wenn sie nichts davon erfährt. Was macht es? 2 Mark, bitte. 2 Mark. Unerfreulich, von Lenz, ist die Geschichte auf jeden Fall. Bitte schön, 2 Mark. Danke. Kommen Sie mit, von Lenz. Wiedersehen. Wenn er 433 Gulf, Alpha, Position Bravo 49. Erfahrung muss ich doch befürchten. Es gibt immer einige Journalisten, die sich mehr durch Neugier als durch Geschmack auszeichnen. Und ich fürchte, wir werden da noch einige Schwierigkeiten kriegen. Lufthansa bittet alle Gäste des Fluges. Am besten weg mit dem Dreck. Nach Prag zum Flugsteig A5.
Lufthansa requests all passengers booked on flight Meine Star-Autorin. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Ori. Danke. Sehr lieb, Enno, dass du mich hier haben willst. Ja, am liebsten ganz, Geraldine. Entschuldigung, hier sind die Blumen. Aber das würde Ori nicht gestatten. Monsieur Vernet, es ist übrigens bezaubernd, dass Sie uns erlauben, Ihre Frau den Haien vorzuwerfen. Aber es lohnt sich. Über die Auflagenhöhe würden Sie staunen. Ich glaube, dieses Buch wird den Dr. Chivago übertreffen. Das wollen wir erst mal abwarten. Aber es wäre wichtig für die Sache. Ja. Entschuldigung, das ist Fräulein Lenz, unsere neue Lektorin. Guten Tag. Sehr begabt. Und jetzt ist sie Ihre persönliche Adjutantin, Geraldine. Mhm. So, darf ich Sie nun bitten, mit mir mitzukommen. Im Konferenzraum warten die Journalisten bereits, aber wir gehen jetzt erstmal in den VIP-Raum, dort können Sie sich erfrischen. Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen, Fräulein Lenz? Monika. Monika? Ich bin Geraldine. Herr Schwert, eine Frage. Ja? Wird ja Sensation verkauft. Ja, ich habe sie selber vorhin schon liegen sehen. Weiß sie es? Nein. Sie darf es auf keinen Fall erfahren. So widerwärtige Gemeinheit, das würde sie aufregen. So ernst darf man so etwas nicht nehmen. Herr Schwert, sie hat eine schwere Schwangerschaft. Auch wenn sie nicht so aussieht, sie ist erschöpft. Total überarbeitet. Der Kreislauf ist nicht in Ordnung. Nein, nein. Muss unbedingt diesen Schock ersparen. Unser Kind von einem anderen ist ja grotesk. Kennt sie Big Jim überhaupt? Ja, sie war ein paar Tage mit ihm zusammen, um ihn kennenzulernen und ihn über sein Leben zu interviewen. Ist ein hochintelligenter, fanatischer Junge. Geraldine hat mir damals sogar geschrieben, dass sie ihn sympathisch findet. Lauter Kind von ihm. So unausdenkbar. Aber Geraldine ist aber so unausdenkbar. Was ist in Ihrer Zeitung stand? Ja, da gibt's mehrere. Circa 20. 20? Dann müssen wir eben achtgeben, dass Geraldine kein Hund hat. Also jetzt habe ich fast gar keine Kopfschmerzen mehr. Na, ich hätte Ihnen doch eine Tablette besorgen können. Oh nein, ich nehme keine Medikamente während der Schwangerschaft. Prinzipiell. Aus Vorsicht. Der Flug war nur ein bisschen anstrengend. Aber jetzt geht's schon wieder. Sie sind aber auch sehr viel unterwegs. Und immer schleppe ich Daniel mit mir rum. Daniel? Ja, es wird bestimmt ein Junge. Danny. Er mag übrigens Reisen. Er strampelt immer vor Vergnügen, wenn wir starten. Es ist soweit, gell? Wir können. Ja, ja, du noch nicht, Geraldine. Moment. Moment, Geraldine. Wir gehen natürlich vor und steigern die Erwartung. Hm. Aber wir können dich doch nicht vorschnell verschießen. Ja, was? Muss ich denn erst aufgebaut werden? Ja, nur ein kleiner Trommelwirbel für Mrs. McCloud. Und Frau gut, wir holen das bald ab. Nicht vergessen, sich kümmern. Danke, Enno. Oh, pardon. Ja. Oh, danke. Es tut mir leid, meine Herren. Es dauert noch einen Augenblick. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wir haben nur noch wenige Augenblicke, bis Geraldine McCloud hierher kommt und wir Sie begrüßen dürfen. Ihr letztes Buch über das Rassenproblem in den USA ist ein Tagesgespräch und die deutsche Ausgabe ist unter meiner Betreuung gerade herausgekommen. Sie haben, glaube ich, alle dieses Buch vor sich liegen. Bevor es losgeht, möchte der Ehemann von Geraldine McCloud, Monsieur Henri Bernet, ein paar Worte an Sie richten und eine Bitte äußern. Bitte schön. Meine Damen und Herren, in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Sensation steht ein bösartiger und gehässiger Artikel über meine Frau. Sie kennen ihn vielleicht schon. Ich brauche sicher nicht zu betonen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. Einen Versuch von Gegnern der Rassengleichheit, Rufmord zu begehen. Eine besonders widerwärtige Rache für die Bücher, die meine Frau geschrieben hat. Geraldine kennt diesen Artikel nicht und ich will ihr seine Kenntnis ersparen. Mhm. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, meiner Frau keine Fragen zu stellen, die sich auf diesen Artikel beziehen. Ein etwas seltsames Ansinnen, würde ich sagen. Warum haben Sie die Pressekonferenz überhaupt einberufen, wenn wir keine Fragen stellen sollen?
Wir lassen uns im Allgemeinen nicht gern vorschreiben, welche Fragen wir stellen. Lieber Herr Benny, damit muten Sie einem zu, auf die interessanteste Frage des Tages überhaupt zu verzichten. Aber bitte, meine Herrschaften, so geht das doch nicht. Nehmen Sie doch etwas Rücksicht, ja? Das ist mir selber etwas unangenehm. Bitte kann ich was zu trinken haben. Meine Frau erwartet in 3 Monaten ihr Baby, unser Baby. Es geht ihr gesundheitlich nicht gut. Ihre Schwangerschaft ist äußerst kritisch. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich befürchte eine Katastrophe, wenn sie Kenntnis von dieser Behauptung erhält. Sie darf nichts davon erfahren. Ich appelliere an Sie. So, ein Aircraft Challenge, die 366 und 367 geben jetzt die Bravo Fox India in 158 Economy. Ich frei, bitte. Ja, bitte, go ahead. Verkehrszentrale. LH222 nach Zürich hat Bremsenwechsel und geht in die Werft. Next Info in etwa 1 Stunde. Okay, danke. Eine Durchsage an alle. Lufthansa 222 nach Zürich, technisch unklar. Bremsenwechselmaschine wird abgezogen. Neue Informationen über den Abflug 12.40 Uhr. Ende der Durchsage. Du, hör mal, 1 Stunde ist die Maschine spät nach Zürich. Ich finde, wir haben in diesem besonderen Fall vielmehr eine Pflicht, nämlich Rücksicht zu nehmen. Ich jedenfalls werde diesbezüglich keine Fragen stellen. Ich auch nicht. Nun gut, aber nur wenn alle Anwesenden sich verpflichten, aus dieser Sensationsmeldung kein journalistisches Kapital zu schlagen. Ich habe es zwar gar nicht gern, majorisiert zu werden. Aber gut, wenn alle hier auf diese Frage verzichten, dann schließe ich mich natürlich dieser Meinung an. Wenn sich im Verlaufe des Interviews nicht der Zwang ergibt, das Gespräch darauf zu bringen, ein Sachzwang sozusagen, dann bin ich auch einverstanden. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, ich habe die große Ehre, Ihnen jetzt Geraldine McLeod vorzustellen. Okay. 16:132. Hallo. Sie haben 44 plus 2 Infants. Okay. Aha. Okay, Schmidtchen. Und hat nicht irgendjemand was von VIPs gesagt? Ja, Geraldine McLeod. Die Schriftstellerin? Richtig. Zurzeit findet noch eine Pressekonferenz statt. Och, wir wollen aber pünktlich raus. Wir können kein Delay gebrauchen. Es gibt sonst immer Ärger mit dem Fluggast. Pünktlich sind wir sowieso nicht. Die Maschine ist circa 1 Stunde verspätet, wegen Technik. Ich bring's euch schon rechtzeitig raus. Danke, Schmidtchen. Okay, tschüss. Tschüss. Mrs. McLeod, dies also ist Ihr erstes Buch, das in den Nordstaaten spielt. Ja, das ist richtig. Die beiden ersten Bücher handelten vom Leben der Schwarzen in den Südstaaten. Erst meine schwarzen Freunde spielt in den Nordstaaten, in Harlem. Würden Sie es als Roman, vielleicht sogar als Schlüsselroman oder als eine Dokumentation bezeichnen? Es ist sicher ein Roman. Aber natürlich sind persönliche Erfahrungen und Eindrücke verwendet. Was in dem Buch passiert, ist wirklich passiert oder es könnte zumindest passiert sein. Zeichnen Sie nicht ein zu positives, zu eindeutig sympathisches Bild der Schwarzen, um Ihnen zu Ihrem Recht zu verhelfen? Nein, wenn Sie mein Buch genau und vollständig lesen, werden Sie sehen, dass ich auf die traurige Apartheid innerhalb der Schwarzen hinweise. Es gibt gesellschaftliche Klassen, wie bei den Weißen, die nicht miteinander verkehren, die nicht zusammenhalten, statt dass sie ihre Probleme lösen. Welches Problem? Das der rassischen Diskriminierung. Völlige Gleichberechtigung also. Kein ganz neuer Gedanke, das werden Sie zugeben müssen. Es sei denn, Sie hätten eine plausible Lösung für die unausbleiblichen und leider vorwiegend negativen Folgerungen anzubieten. Ich will gar keine Lösung anbieten. Ich will eine Situation aufzeigen. Gleichberechtigung ist der einzige Weg. Isolierung erzeugt Hass. Und dieser Hass kann eine nationale Katastrophe zur Folge haben. Und schildern Sie nun in Ihrem Buch, ich meine, wir haben es erst jetzt bekommen, ich habe es noch nicht lesen können. Schildern Sie nun Auswirkungen dieses Hasses, wie Sie es am eigenen Körper zu spüren bekommen haben. Selbstverständlich schildere ich die. Ich sagte ja, dass mein Buch auf persönlichen Eindrücken und Erfahrungen basiert. Das sind Drohungen, wie sie häufig ausgesprochen werden.
hat es Gegner gegeben, die schon einmal ernst gemacht haben. Ich meine, hat sie ihr Engagement schon einmal selbst in Gefahr gebracht? Es ist einmal ein Paket gekommen mit einer Bombe, das ich aber zum Glück nicht geöffnet habe. Wodurch haben Sie sich den Hass Ihrer Gegner zugezogen? Vor allem durch die Tatsachen. Ich habe aufgezeigt, wie anmaßend, hochmütig und ungerecht Schwarze von Weißen und deren Institutionen behandelt werden. Mrs. McCloud, es ist eine andere Sache, eine Meinung zu haben, als diese Meinung auch zu vertreten. Vielleicht darf ich mal etwas persönlich werden. Aber bitte. Könnten Sie sich vorstellen, einen Neger zu lieben und ihn vielleicht sogar zu heiraten? Theoretisch, grundsätzlich ja. Jetzt natürlich nicht mehr. Meine Damen und Herren, Miss McCloud fliegt in wenigen Minuten nach Zürich weiter und ich möchte Sie doch bitten, nur noch abschließende Fragen zu stellen. Ich hätte noch eine persönliche Frage an Herrn Bernet. Was sind Sie von Beruf? Ich vertrete in den USA Schweizer Stohlflugzeuge, Short Takeoff and Landing. Also Flugzeuge mit ausgeprägten Kurzstart- und Landeeigenschaften, wie sie für Spezialzwecke gebraucht werden. Landwirtschaft, Expeditionen, unwegsames Gebiet. Und diese Vertretung geht gut? Ja, ich kann meine Frau ernähren, sozusagen. Es ist allerdings eine teure Frau. Ein größerer Abschluss ist mir gerade verloren gegangen, weil bekannt wurde, dass ich mit ihr verheiratet bin. Tja, das kommt davon, wenn man eine mutige Frau geheiratet hat. Und ihr Kind soll also in der Schweiz geboren werden. Ja, mein Mann hat in den nächsten Monaten dort zu tun. Außerdem, dort kann niemand dem Kind etwas antun. Es ist jetzt einfach sicherer. Später, wenn über dieses Buch nicht mehr geschrieben wird, dann gehen wir auch wieder rüber. Freuen Sie sich auf das Kind? Ich freue mich sehr darauf. Es ist unser erstes Kind. Ich werde jetzt längere Zeit nichts schreiben. Ein Wunschkind? Gewiss. Es sollten überhaupt nur Wunschkinder geboren werden. Mrs. McCloud, wissen Sie, was die Zeitschrift Sensation geschrieben hat? Nein. Was hat sie geschrieben? Sensation schrieb, ihre Bücher seien unecht und eine reine Mache, da sie die Welt der Schwarzen nicht nachempfinden und im Grunde gar nicht in sie eindringen könnten. Ja. Das ist doch kein Wunder. Wenn Sie die politische Einstellung von Sensation kennen, wissen Sie, dass diese Zeitung meine Bücher einfach ablehnen muss? Ja, sehr richtig. Sind Sie überhaupt abhängig von Kritik? Ich glaube nicht sehr. Leute, die professionell bemüht sind, die Existenz schöpferischer Menschen zu untergraben, kann man einfach nicht ernst nehmen. Tja, ich glaube, das wär's. Ich glaube, wir müssen abbrechen. Dankeschön. Dankeschön. Wir bedanken uns für dieses Gespräch, Mrs. McCloud. Ja. Ich habe Ihnen dafür zu danken, dass Sie gekommen sind. Pre-flight check. Completed. All circuit breakers. Checked in. Fuel panel. Palms on, feet closed. Seat belt no smoking. On and auto. Window seat. Closed on. And on. Hydraulics. Palms on, presses check. Hallo Freunde, heute haben wir VIPs an Bord. Tja, wer ist es denn heute? Geraldine McCloud, die Schriftstellerin. Ah. Ihr wisst schon, die mit dem Harlem-Buch. Haben Sie es gelesen? Nee, aber das andere von Südstaaten, ganz schön böse. Eigentlich müssten Sie jetzt bald kommen, wir sind spät dran. Ja, ja. Lesen wir bitte weiter. Hydraulics. Palms on. Press check. Stall warning. Check. Cabin control. Run back and set. Lights. Set. Hier bitte noch eine Unterschrift. Gott sei Dank ist alles noch mal gut gegangen. Also Augenblicke gibt es. Naja, diese halb emanzipierten Frauen, das ist ja wirklich das Schlimmste. Im Journalismus, wie überall. Also wenn jetzt in Zürich nichts mehr passiert, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. In Morgoth ist sie gut abgeschirmt. Ein großer Garten und sie kommt kaum aus dem Haus. Selbst das Telefon bewache ich. Irgendwann später erzähle ich es ihr natürlich mal. Dann wird sie lachen und fragen, ob ich es geglaubt habe. Und ich glaube es natürlich nicht. Entschuldigen Sie, meine Herren. Soeben war der zweite Aufruf für Zürich. Darf ich Sie zur Maschine bitten? Vielen Dank. Dankeschön. Geraldine, bitte komm. Ja, dann alles Gute, Geraldine. Wir sehen uns ja in 3 Wochen im Tessin. Und nochmals ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Aber das habe ich doch gern getan, Enno. Bis bald. Bis bald. Wiedersehen, Monika. Wiedersehen, Ihre Frau. Kommen Sie uns doch auch mal besuchen. Gern, Mrs. McCloud. Gute Reise. Schön, Lenz. Wiedersehen. Wiedersehen und vielen Dank nochmal. Tja, Enno, alles Gute. Vielen Dank. Eine Sache noch, eine Frage noch, Rory. Hm? Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich wollte doch etwas... Smith gibt mir nur die deutschsprachigen Rechte und ich habe ja schließlich Geraldine für Europa entdeckt.
Kannst du nicht mal mit ihm reden? Ich sehe nächste Woche in Lugano. Ich werde noch für dich einlegen. Ja. Also, wunderbar. Wiedersehen. Wiedersehen. Nehmen Sie bitte hier Platz. Vielen Dank. Können Sie die bitte nehmen? Mhm. Gern. Wenn Sie sich bitte gleich anschnallen wollen, wir haben nämlich schon Starterlaubnis. Aha. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Möchten Sie vielleicht etwas lesen, eine Zeitschrift? Ja, ganz gern. So, bitteschön. Oh, dankeschön. Du hattest einen fabelhaften Tag heute, Sheraldin. Die werden bestimmt gut schreiben. Du kennst den Artikel, hm? Ja, ich kenne ihn. Seit gestern schon. Seit gestern schon? Warum hast du nichts gesagt? Hast du so wenig Vertrauen? Du hast recht. Es war dumm von mir. Tut mir leid. Thank you.